Berges, dass du es bis hierher geschafft hast, eine beeindruckende Leistung für einen Menschen. Aber hier beginnt der für uns Erfolg heilige Ort. Wir können nicht zulassen, dass Fremde ihn entweihen. Wenn du unbedingt hier durch willst, musst du mich schon im Kampf besiegen. Willst du das wagen? 44 Stunden noch? Ui, bist aber schnell unterwegs. Warte, 10 Stunden hast du schon fertig gemacht. Oh, nicht schlecht. Und das in 20 Minuten. Hast du irgendwie so einen Düsenjet-Antrieb oder was? Willst du das wagen? Nein. Hey. Hey, ihr da. Der Herr hier mit der Zipfelmütze möchte jetzt gehen. Zeigt ihm doch bitte den Ausgang. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Willst du das wirklich? Du wagst es tatsächlich, noch einmal mit mir zu kämpfen? Wie kommst du denn auf noch einmal? Ich habe bisher noch nicht gegen dich gekämpft. Oh, eine Fähre hast benutzt. Ja, das ist natürlich clever, ne? Kostet ja nicht viel, glaube ich. Na gut, du willst es ja nicht anders. Dann kämpfen wir eben. Das erste Mal. Sack, ey. Hey, hab gedrückt. Jetzt lass dich doch nicht umhauen, Mensch, Link. Nein, nein. Und raus mit dir. Alle Achtung, du bist gar nicht schlecht. Soll ich dir etwas verraten? Du hast es sicher schon bemerkt, oder? Unser Berg spuckt unaufhörlich Feuer. Als es uns vier Ältesten zum ersten Mal auffiel, haben wir uns gleich mit unserem Oberhaupt Grogor die Sache angesehen. Wir mussten doch den kostbaren Schatz retten, den uns die Lichtgeister anvertraut hatten. Grogor wollte ihn an sich nehmen, aber gleich nachdem er den Schatz berührt hatte, wurde er in eine widerliche, abnorme Kreatur verwandelt. Dann fing er an, willkürlich herumzutoben. Er war völlig verwirrt und die Vulkanausbrüche wurden noch viel schlimmer als zuvor. Mit äußerster Kraftanstrengung haben wir ihn im Innersten des Berges eingekerkert. Es ist beschämend, das zu sagen, aber mehr konnten wir einfach nicht tun. Bitte, du musst Grogor helfen. Sicher waren es die Lichtgeister, die dich hierher geführt haben. Ich, Don Corone, bitte dich,
in aller Demut unser Volk zu helfen. Hey. Ihr, lasst den Jungen passieren. Wir haben im Inneren des Berges Fallen aufgestellt, um den Schatz vor Eindringlingen zu schützen. Außerdem haben sich dort überall Monster angesiedelt, seit diese Veränderungen begonnen haben. Es wird wohl nicht leicht werden, den Kerker zu erreichen, in dem wir unser Oberhaupt gesperrt haben. Sei also auf alles vorbereitet. Okeli dokeli. Hey, warte mal. Wenn du nach unten willst, nimm doch einfach diesen Fahrstuhl. Hä? Warum spawnt denn der mich jetzt hier drüben? Die haben einen Fahrstuhl. So, welcher von den Steinen waren das jetzt? Ah, das war der Stein. Okay, cool. Da haben wir das auch schon mal erledigt. Geht hier noch mehr? Hier geht noch mehr. Das ist der andere, ne? Oh, nice, okay. Gut, haben wir alle beide Shortcuts geöffnet. Ich habe es gerade richtig gesehen, dass unter dem Fahrstuhl keine Textur drin war. Und man voll durchgucken, ey. Los, Mädchen, mach ihn kalt. Kitze ihn weg. Wenn Mädchen nicht will, dann Mike. Du bist dran. Mine der Goronen. Wir sind immer Land gerollt, wa? Deswegen sieht das hier so aus. Das ist aber jetzt schon was Neues, ne? Ja. Was? Nee, will er ja nicht zurück. So, was bloß um. Eigentlich muss ich hier lang. Ah, okay. So,
erstmal wieder einen Überblick verschaffen, wa? Wo man lang gehen muss, wo man lang gehen kann. Hier wollte er nämlich nicht hochklettern, weil ging auch nicht. Hier müssen wir rüberspringen. Hier kommt man auch wieder zurück. So, wer hat's gemacht? Der Mike hat's gemacht. Sind schön zerstückelt. Nice. Klappt doch. Sein irgendwelche Feuerschnecken. Der Heuler. Edan der Heuler. Der hat heute zum letzten Mal geheult. Ja. Oh, da war hier schönes. Oh, okay, müssen wir kurz warten. What is it? Kleiner Schlüssel. Ich glaube, der heult jetzt gar nicht mehr. Hast du denn da ge-50-facht? Also 50 Teile gezerstückelt. Vielleicht kommt er jetzt Geist wieder. Alles klar, Rex. Wir sagen Bescheid. Hey!
Da lebt ja immer noch einer. So weit weg. Oh Mann, ey. Sind am wenigsten die Gegner tot oder muss ich die jedes Mal neu machen? Nee, die sind tot. Falsch. Ach Mann. Was drin? Halt dich doch mal fest. Verliere ich jedes Mal zwei Herzen? Oh, viel. Im ganzen Raum gibt es nur zwei Herzen. Ah, hier ist der dritte. Das dritte Herz. Ja. Bin noch nicht ganz wieder fit, ich werde mich ein wenig hinlegen. Mach das, Mädchen, danke, dass du da warst. Und gute Besserung, ne? Ich hatte irgendwie gespürt, dass hier etwas ist, aber ein Mensch?
das ist eine Überraschung. Nun, wenn Don Corone dir vertraut, dann werde ich wohl deine Kräfte auch nicht in Zweifel ziehen. Ich bin einer der vier Ältesten der Coronen. Man nennt mich Don Ziegel. Du bist ein tapferer junger Mensch und du wirst deine Kraft einsetzen, um unserem Volk zu helfen, nicht wahr? Du erhältst ein Schlüsselfragment, sammle alle drei, um sie zum Schlüssel zusammenzufügen. Dies ist ein Fragment des Schlüssels zu dem Raum, in dem unser Oberhaupt Grogor eingesperrt ist. Der Schlüssel ist in drei Fragmente zerbrochen. Wir Ältesten bewahren jeder eines davon auf. Also mach dich auf den Weg, um rasch zu den anderen Ältesten zu kommen. Truhe! Truhe! Okay. Karte, Kompass. Die Karte. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Du hast die Tante wieder getroffen. Okay. Können wir uns jederzeit rauswarpen, falls wir irgendwie Tränke brauchen oder so. So, warte mal, das ist das da, das ist das da. Bibi. Na ja, macht ja nichts. Was sind wir jetzt eigentlich? Da sind wir, okay. Also, wenn wir da zurückgehen, ist Ort. Da sagen wir mal viel nichts. Ich würde einfach mal dahin gehen. Hier gibt es da glaube ich auch eine Truhe oder so, wenn ich mich nicht irre.
Du erhältst ein Herzteil. Du hast jetzt insgesamt 5. Du erhältst ein zusätzliches Herz und volle Gesundheit. Nice. Die Omikron-Variante ist zurück. Level 8. Ja, wer will sie wegklatschen? Ich kann sich auch nicht entscheiden, ne? Die ganze Zeit muss ich nach unten drücken, um vorwärts zu laufen. Jetzt muss ich nach oben drücken, um vorwärts zu laufen. Das Spiel kann sich nicht entscheiden. Die Angriffe sind kostenlos. Könnt ihr jederzeit machen. Da hinten noch eine kleine Truhe ist oder so, oder ist hier nur eine Sackgasse, so wie auf der Map eingezeichnet? Eine Sackgasse. Mach ruhig, Mike. Weißt du, wer nicht will, der hat schon. Außerdem ist er ja eh gerade an seiner Tour fahren. Da hat er wahrscheinlich keine Zeit, so wirklich auf den Chat zu achten. Siehst du, Mike, kannst ja mal ausprobieren, ob das jetzt funktioniert mit dem CMD-Befehl. Beziehungsweise CMDs. Ausrufezeichen CMDs oder Ausrufezeichen Commands. Müsste jetzt eigentlich gehen. Interessant, dass er dich als Mod sieht. Muss ich dann wohl noch mal reingehen und gucken, was da los ist. Denn jetzt lang? Muss ich hier lang oder muss ich auf die andere Seite? Ich glaube, die andere Seite ist nur eine Abkürzung nochmal, wa? Shortcut. Ja, ist ein Shortcut, okay. Thank you.
Rücken, Schatz. Holen wir uns jetzt mal die Schatztruhe. Ist das so okay, Mike? Kann man das so lassen? Da hat's Peng gemacht. Knapp. Aber es ist immerhin zweimal einzelnen Krebs bekommen. Zwanziger. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. So, hier kann ich hochklettern. Haben wir hier nix. Haben wir da auch nix. Okay, ich kann im Moment nur hochklettern. Oh, da war's. Was machst du? Ach, dass man wieder zurück kann. Okay. Das ist eine Truhe. Da muss natürlich erstmal die Truhe. Nice. Ein Herzteil. Ein schönes, leckeres Herzteil. Kleiner Schlüssel. Habe ich aber nicht. Oder?
Ah doch, ich hab schon einen. Ich hab ja doch schon einen. Voll langsam, ey. Krass. Ein 50er. Nehmen wir mit. So, einen kleinen Überblick verschaffen. Warum ist diese Kiste so hell im Gegensatz zu den anderen? Ich weiß es nicht. Also in den Eingang können wir nicht rein, da links. Wir müssen, so wie es aussieht, rechts in den Eingang. Mal gucken, ob es hier denn mehr Truhen gibt, außer diese eine. Stimmt, wa? Bestimmt gibt es mehrere hier. Wo darf ich denn hier rein? Nein, weil ich habe keinen kleinen Schlüssel. Nix kleine Schlüssel. Da ist er, kleine Schlüssel. Gefunden. Hab ihn gefunden. So, was muss ich hier machen? Also geschafft, ne? Mal gucken, ob hier irgendwo eine Truhe unten rum nicht, aber... Sieht nicht so aus, ne? Glaub nicht. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bis hierher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Ebiso. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also, nimm das hier und zieh deines Weges. Du erhältst ein Schlüsselfragment. Sammle alle drei, um den Schlüssel zusammenzufügen. So rum. Ach, jetzt, da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine
soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Wie war's denn nicht? Natürlich, wer findet auf Balten? Ist doch klar, oder? Da sind wir uns doch alle einig. Koyo ist da! Klatsch ihn weg! Na gut. Ist das ein Miniboss? Das ist ein Miniboss. Ach, der dicke Corona, ne? Das ist der dicke Corona, ja. Gehen wir mal zwischenspeichern. Was sucht denn ein Mensch an einem Ort wie diesem? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Der geht durch den Schild. Mit dir. Und das ist, glaube ich, nicht so geil. Ach, scheiße.
Spießer richtig gnädig zu mir. Ja. Interessiert, dass ich ihn treffe, ey. Ja, genau. Voll rein heute. Reicht das schon? Eigentlich weit genug weg, oder? Ja.
Ja, okay, eigentlich ist er ganz einfach. Hab nur vergessen, wie der ging, ey. Mist! Da denkt man, ist ja nur ein Mensch und dann. Willst du etwa zu unserem Oberhaupt? Na, wenn du ihn nicht schaffst, muss ich ihn wohl machen. Also gut, nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten. Aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst. Mach ich doch gerne. Möchte doch gerne. Mit deinen Fähigkeiten kannst du vielleicht sogar unser Oberhaupt zur Vernunft bringen, obwohl das sicher nicht leicht wird. Nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten und hilf unserem Oberhaupt. Mach ich. Immer noch 34 Stunden. Kannst du nicht irgendwas nehmen? So ein Zug oder eine andere Fähre? Du erhältst den Heroenbogen, Schatz der Goronen, der einst dem legendären Held gehört haben soll. Lege ihn auf Y oder X ein und schieße, indem du den Knopf loslässt. Du kannst bis zu 30 Pfeile bei dir tragen. Dann werden wir uns mal einen Köcher holen, wa? Sobald wir die Möglichkeit haben. Double kill. Getroffen. Zu niedrig. Hast schon alles versucht. Kürzer geht nicht, sagt sie. Naja, dann ist das halt so, wa? Wenn es nicht anders geht, dann geht's nicht anders. Kompass! Natürlich. Wann denn sonst, wenn ich jetzt, ne? Thank you.
Ach, Stau ist auch noch ein Faktor, ja? Na toll. Also mal kurz eine Runde zocken ist nicht, wa? Muss schon länger was einplanen, ja. Da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Das hier ist das letzte Fragment des Schlüssels. Nimm es und setze die drei Fragmente zusammen. Du hast alle drei Fragmente gefunden. Somit liegt der Master-Schlüssel in deinen Händen. Finde jetzt den Dungeon-Boss. Mit diesem Schlüssel kannst du das Zimmer öffnen, in dem unser Oberhaupt Grogor eingesperrt ist.